Hallo Leute, es ist wieder Freitag und es ist Zeit für ein neues Video. Und heute möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, warum du kleine Schritte machen solltest. Mir ist es wieder gekommen auf der Buch Berlin, wo ich war. Ich habe ein Video dazu gemacht, kannst du ja mal anschauen. Da sind natürlich Autoren, die sind regelmäßig auf einer Messe. Ja, die verkaufen ein Buch nach dem anderen. Da sind auch eben Autoren, die eben schon viel erfolgreicher sind. Und wenn man das dann so sieht, ja, du bist dann da mit deinen drei Büchern und hast gar keinen eigenen Stand, dann fängt man natürlich an, sich so ein bisschen zu vergleichen und denkt sich, ja, irgendwie, ich bin ein sehr kleiner Autor. Aber man muss immer schauen, dass man sich auch darüber im Klaren wird, dass natürlich jedes Leben anders verläuft. Und dass auch die Lebensumstände dieser Leute, die vielleicht sehr erfolgreich sind, auch ein bisschen anders sind und dass die auch mal da angefangen haben, wo du gerade bist. Ja, ich habe mich auf mich konzentriert, habe mir so gedacht, hey, dass ich alleine hier stehe, dass ich mit dem Auto dahin gefahren bin, ja, deshalb viele hätten das nicht gemacht. Und das ist in Ordnung. Ja, und was ich auch hier sagen will, egal, ob du ein Buch schreiben willst, ob es sich um Marketing handelt, mach die Schritte, die für dich möglich sind. Ja, und selbst wenn sie noch so klein sind, du machst das für dich. Du stehst nicht im Wettbewerb mit anderen oder im Vergleich. Das ist unwichtig. Du tust das für dich. Wenn dich das erfüllt, was du da tust, ist alles gut. Ja? Denn wie definiert man Glück? Ja, was bedeutet Glück überhaupt? Ja, das kannst du nur du für dich selber verstehen, begreifen und deswegen mach das, dass du dich gut fühlst damit. Vergleich dich nicht mit anderen. Ich kenne das selber, dass man immer so, ich habe dann, manchmal kommt das so in mir hoch, dass ich mir denke, ich tue zu wenig. Ja, dass ich denke, ich müsste schon viel, viel weiter sein und so weiter. Aber das ist ja nur in meinem Kopf. Das ist ja nicht die Wahrheit. Denn es gibt auf der anderen Seite genug Autoren, die wirklich weg sind, die irgendwie, ne, in der Versenkung verschwunden sind, die gar nicht mehr weitergemacht haben. Und das gibt es ja auf der anderen Seite eben auch. Also du darfst nicht nur nach unten, nach oben schauen, sondern schau auch mal zurück, schau auch mal nach unten, wer da unter dir ist. Also, ne, also sinnbildlich gesehen meine ich jetzt. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dich, dass du bei dir bleibst, dass du einfach auf dich vertraust und sagst, hey, ich tue das in meiner Geschwindigkeit. Ja? Wenn du Self-Publisher bist, mit meinem Geld, ja, mit meinem Geld, was ich zur Verfügung habe, weil du musst ja alles selber finanzieren. Und manche Autoren, die geben vielleicht tausende Euro für Werbung aus und du hast das vielleicht nicht. Und das ist okay. Gib das aus, was für dich möglich ist. Ja? Vergleich dich da bitte nicht. Weil du wirst nach oben hin immer Autoren finden, die größer sind als du und mit denen du schlecht abschneidest. Wenn du dich vergleichst, wirst du immer den Kürzeren ziehen. Immer. Ja? Ich meine, stell dir mal vor, du gehst jeden Tag, es gab eine Zeit, da habe ich genau das getan, du gehst jeden Tag auf Amazon und schaust dir die Ränge von Sebastian Fitzek an und vergleichst das mit deinen. Ja, du kannst da, dein Selbstwertgefühl wird darunter leiden. Das wird Risse bekommen. Ja, weil es gar nicht realistisch, also es ist natürlich schon erreichbar, weil sonst hätte er das ja auch nicht geschafft. Aber sich mit sowas zu vergleichen, jeder Werdegang ist anders. Ja, sich mit sowas zu vergleichen, tut nicht gut, macht dich kaputt und es nimmt dir völlig den Spaß an der Sache. Es baut Druck auf. Und das ist nicht zielführend, ja, denn du musst ja auch mal überlegen, dass jedes, alles hat ja irgendwie auch seinen Schatten, so, und darüber kann ich gern auch nochmal ein Video machen, aber vergleich dich nicht mit anderen, bleib bei dir und sag, hey, alles, was ich tue, ist gut genug. Und wenn du am Tag vielleicht, ne, vielleicht auch nur ein paar Seiten mal von einem Buch überarbeitest und vielleicht auch ein paar Wochen gar nichts Neues schreibst, weil du gerade an der Überarbeitung sitzt, dann ist es halt so. Ich sitze seit langer Zeit nicht mehr an einem neuen Roman, weil ich gerade mit Überarbeitungen fertig bin und gerade ist so viel, dass ich auch dazu gar nicht so richtig komme. Ich habe gerade echt das Gefühl,
ich stehe so ein bisschen auf der Stelle, aber ich weiß, dass sich das nur so anfühlt, dass das gar nicht so ist, denn es entwickelt sich immer was. Und genauso ist es, ja. Und das wollte ich einmal mal sagen. Nimm dir den Druck raus, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ja, genau. Abonniere den Kanal, gib mir einen Kommentar und gib mir einen Daumen nach oben. Ich tue dir auch den Link zu meiner Webseite unten rein. Dann kannst du dich in meinen Newsletter eintragen. Da kriegst du einmal pro Monat kriegst du einen kleinen Newsletter, einen kleinen Überblick von mir, was bei mir so los ist. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder oder wir lesen uns. Ciao.